Generali Arena soll ein violettes Schmuckkästchen werden, in dem auch in Zukunft wieder sportliche Erfolge gewährleistet sind. Damit das so ist, haben wir im Beginn dieses Jahres Franz Wohlfahrt überzeugen können, zur Austria zu kommen als Sportdirektor. Er hat es nicht gerade leicht gehabt von Beginn an, weil er die Phase, die man üblicherweise hat, dass man sagt, ich schaue mir jetzt was an, Beobachtungszeitraum, und dann werde ich meine Vorschläge machen und Entscheidungen treffen. Die war aufgrund der Situation, in der die Austria ist, nicht gegeben. Und Franz hat von der ersten Minute an praktisch rund um die Uhr und durch halb Europa unterwegs gewesen. Ich freue mich sehr für ihn und für die Austria, dass es gelungen ist, einen Top-Trainer zu finden, und möchte wirklich jetzt auch ganz offiziell sagen, willkommen in Wien, willkommen bei der Wiener Austria, Thorsten Frink. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wie wir alle wissen, auch ihr, die da sind, war es eine lange Suche. Ja, für ein paar etwas vielleicht zu lange, aber ich denke, mit der Entscheidung und mit der Möglichkeit jetzt, dass der Thorsten Frink bei uns ist, ist die beste Wahl gefallen. Und mein Dank gilt natürlich auch an die Herren rechts für die Möglichkeiten, die mir als Verein oder die vom Verein gekommen sind, das durchzuführen. Und mein Dank gilt dem Thorsten, dass er sich für uns entschieden hat. Wir wissen, das letzte Jahr, wir sind in einer schwierigen Situation gewesen, haben jetzt noch eine Möglichkeit, aber wir gehen mit voller Energie dann ab Mitte Juni in die Vorbereitung für die neue Meisterschaft. Und ich bin sehr glücklich, dass ich mit Thorsten einen Partner habe, wo ich hundertprozentig überzeugt bin, dass es klappen wird. Ich bedanke mich natürlich auch erstmal, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, diesen Traditionsclub mitführen zu dürfen, Trainer sein zu dürfen von diesem tollen Club. Ich habe ja schon mal in Österreich gearbeitet, und da habe ich schon mitbekommen, dass dieser Club ein sehr großer Club ist, dass eine große Tradition dahinter steckt. Und deshalb habe ich auch nicht lange gebraucht, mich dafür zu entscheiden, hier für diesen Club als Trainer zu arbeiten. Franz Wohlfahrt hat natürlich mich überzeugt sofort mit seiner Art, mit seiner, mit seinem Konzept. Und von daher, wie gesagt, blieb mir eigentlich gar nichts mehr anderes übrig, als diesen Job anzunehmen, und freue mich einfach, hier die Zukunft mitgestalten zu dürfen. Ich glaube, dass der Verein in diesem Jahr kein gutes Jahr hatte. In den letzten zwei Jahren, dass wir ein bisschen hinterherhinken, weiß ich. Aber dass davor auch tolle Jahre da waren mit der Champions League. Aber wichtig ist, was in der Zukunft ist und nicht das, was in der Vergangenheit ist. Und in der Zukunft gilt es, viele Weichen zu stellen. Und ich bin sehr, sehr positiv, dass wir eine große Zukunft vor uns haben mit dem neuen Stadion, mit der Zusammenarbeit, mit Franz auch, mit dem ich natürlich hauptsächlich auch zu tun habe, und mit einem Kader, der dem gerecht wird, was wir auch wollen, nämlich auch oben mitzuspielen. Da gehört die Austria hin. Und trotzdem wird es sicherlich am Anfang auch immer Schwierigkeiten geben, das ist ganz klar. Wir wollen eine neue Mannschaft bilden, und aber ich sehe dem positiv entgegen, weil die Möglichkeit auch da ist, für einen Trainer von Anfang an mit diesem Kader zu gestalten. Es ist ganz klar, dass die Basis stimmen muss von vornherein. Man merkt das ja dann, ob man dann auch gut zusammenarbeiten kann. Ja, das ganze Konzept, was er mir vorgelegt hat, die Philosophie, was sie vorhaben mit dem Stadion, mit neuen Leuten, mit der Spielphilosophie, die sie haben, das passt halt mit meiner überein. Und von daher war die Entscheidung nicht schwierig. Ich habe natürlich zwei, drei Dinge noch gehabt. Ich möchte nicht sagen, ich hätte jetzt zwei, drei Angebote gehabt und muss nur auswählen, das ist auch klar. Aber es waren zwei, drei Anfragen da, und ich glaube am meisten, oder nicht glaube, ich weiß, dass am meisten mich der Franz überzeugt hat. Wichtig ist für mich Teamwork, das ist das Allerwichtigste, dass wir zusammenarbeiten, dass wir zusammen Ziele haben, gemeinsame Ziele, dass wir Leidenschaft, Passion, Entschuldigung, ich bin immer noch mit dem Englischen zwischendurch, dass wir Leidenschaft haben, dass wir, wie gesagt, Visionen, Ziele haben, und dass wir Teamwork haben. Das sind die ersten drei wichtigsten Dinge, um Erfolg zu haben. Und als Trainer muss man einfach konsequent sein,
um Erfolg zu haben. Ja, wir wollen auf jeden Fall offensiv spielen, das ist ganz klar. Ballbesitz, wir wollen, das Wichtigste ist agieren und nicht reagieren auf das, was der Gegner macht. Wir wollen mit Ball agieren und wir wollen auch ohne Ball agieren, heißt den Gegner zu Ballverluste zwingen und wollen schnelle Spieler haben im Sturm und auf der Außenbahn, die dann das 1:1 gut spielen können und schauen, dass wir auch schnell in die Spitze spielen im richtigen Augenblick. Aber ich denke, agieren und nicht reagieren ist das richtige Wort. Der Kopf ist natürlich bei einem Fußballer sehr, sehr wichtig. Und natürlich ist es auch die Aufgabe eines Trainers, die Mannschaft richtig einzustellen, die richtigen Worte zu finden, um sie dann auch zu erreichen oder um ihnen auch Selbstvertrauen zu geben oder auch wieder runterzuholen. Das ist ganz klar. Also muss man schon als Trainer ein kleiner Psychologe sein, das ist ganz klar. Ich stehe auch sehr offen gegenüber mentalem Training oder psychologischem Beistand, also gerade Fußballer brauchen sowas. Ich finde das gut, ich stehe offen dem gegenüber. Aber ich glaube, der wichtigste Mann dort ist sicherlich auch der Trainer, der Mannschaft das Richtige mitgeben kann in der richtigen Phase. Zu der Vergangenheit, ich weiß nicht, Selbstvertrauen, weiß ich jetzt nicht. Es ist immer schwierig, wenn eine Mannschaft mal in der Champions League gespielt hat und dann sie wieder runterzuholen, auf die Meisterschaft, vorzubereiten auf die Meisterschaft. Das weiß ich, das habe ich mit allen meinen Mannschaften jetzt eigentlich mitgemacht. Nicht mit allen, aber als Spieler und auch als Trainer jetzt mit Basel zum Beispiel war es ja ähnlich. Aber wir haben es geschafft, die Mannschaft immer hungrig zu halten und das ist wichtig, hungrig sein, auf jedes Spiel Spaß zu haben in jedem Spiel, egal gegen wen man spielt, das sollte auch unser Ziel sein, dass die Mannschaft gerne auf den Platz geht und ob man jetzt gegen Barcelona spielt oder gegen eine kleine Mannschaft, man sollte versuchen, sein Spiel rüberzubringen. Natürlich kann ich nicht so spielen gegen Barcelona, aber von der Haltung her, ich will Spaß haben, ich will auf den Platz gehen, ich will mich aber zerreißen für diesen Sieg und alles geben am Ende. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste auch für die Zukunft. Ich mache mir da keine Gedanken. Wenn ich gut arbeite, wird das auch hier eine langfristige Aufgabe, weil was in der Vergangenheit war, habe ich ja gesagt, da wollen wir nicht immer schauen, wir wollen nach vorne schauen. Und vielleicht beginnt jetzt auch wirklich da was ganz anderes und der Trainer bleibt halt mal länger da.